I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says Welcome back, Panelitz. Ja, ich bin zurück. Also ich bin selber zurück. Endlich mal wieder ein YouTube-Video. Warum habe ich lange keins gemacht? Einerseits, okay, Schamgefühl, dass ich immer noch fett bin. Ja, okay. MMA wurde abgesagt. Das haben die vor 7 Monaten abgesagt. Dann bin ich wieder, habe ich alles aufgegeben. Mein Mindset ist nicht so das Wahre, muss ich ehrlich zugeben. Aber gut, okay. Es ist, was es ist. Und ich bin back. Ja, und wenn ich auf dem Platz bei Delay... habe ich mir überlegt, beziehungsweise habe ich im Absprache mit Andi gesagt, komm, ich will den Jungs trotzdem helfen, weil das Team nicht nur geil ist, sondern das ganze Projekt geil ist und ich möchte ein Teil davon sein. Und wenn dann nicht als Spieler, dann gerne als ja, Trainerfunktion, beziehungsweise ich will den Jungs einfach mit auf den Platz was geben. Und ihr habt es ja schon so ein bisschen mitbekommen, ja, viele, die bei oder Delay aktiv verfolgen, sehen, dass ich öfters da bin, ja, an der Seitenlinie. Und deswegen auch dieses Video auf meinem Channel. Seht ihr so ein bisschen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe oder was ich so vorhabe mit den Jungs. Im Abschlag natürlich alles mit Andi und Elis und Dennis, mit den Trainern. Was ich so, ja, plane. Und da kommen wir zu. Ich zeig euch mal, was ich oder worüber ich mir so Gedanken gemacht habe. So, ja, in Absprache dann mit Elis, Dennis und Andi ist dann, ja, das ist so ein Trainingsplan, den ich dann immer so ein bisschen erstelle, was Passspiel ist. Das sind verschiedene Variationen vom Passspiel, die ich aber nicht immer gleichzeitig mache, beziehungsweise ein Training hat meist immer noch 1,5 Stunden. Ein Passspiel, das ist für ein anderes Training, was ich mir dann rausnehme. Hier in der 3-gegen-1-Form mit Verlagerung, ja, dass wir es lernen, Dreiecke zu spielen, dass wir uns hinter dem Mann bewegen. Und ja, das kann man aber auch mit Mehrmann spielen. Ja, das kann man auch in 5-gegen-2, 6-gegen-3 mit Verlagerung kann man das spielen. Und dann eine Turnierform, das relativ einfach nur ein bisschen Spaß haben sollte oder sein sollte, spaßig sein sollte, aber es jetzt nicht groß einfach ja, einen Zweck hat. Aber so sieht das ungefähr aus. Kettenspiel, also Zonenspiel, ja, dass wir in die Zone kommen, wieder ein 5 gegen 5 bzw. 6 gegen 6 mit Anspielern, dass wir den Ball in die Tiefe spielen, nachrücken, klatschen lassen. Nichts Tolles, kein Hexenwerk. Ja, Mann. Und so sieht das denn alles aus. Das ist heute dran, Männer. Und heute kracht's gewaltig bei den Leuten. Warum? Ja, also, was ich sagen wollte, beziehungsweise heute ist ein Spezialtraining. Weil letzte Woche Sonntag zum Punktspiel sind 11 Leute zu spät gekommen. Ja, haben wir Dienstag Läufe gemacht, weil 11 Leute zu spät gekommen sind. Jetzt ratet mal, dass wie viele Spieler wieder zu spät gekommen sind. Ja? Wir machen Dienstagläufe, es kommen wieder am nächsten Spieltag 11 Leute zu spät. Auch wenn es nur eine Minute war, 2, 3 oder 4. Es geht hier ums Prinzip, so ein bisschen Respekt und Anstand uns gegenüber, die Leute, die pünktlich sind. Es kommen 11 Leute zu spät. Und da ich ja mal bei Magath war und 1, 2 Läufe noch drauf habe, ja, die ich selber gemacht habe, werden die Jungs heute ein bisschen laufen. Und nicht nur die, die zu spät gekommen sind, weil die sind eine Mannschaft und deswegen werden alle laufen. Das ist einfach, naja, wir sind eine Mannschaft, also gehen wir durch dick und dünn gemeinsam. Deswegen erkläre ich euch mal, was wir heute machen. Ich fange mal einfach an mit der ersten Übung, ja, wo je nachdem, wie viele Leute oder wie viele Menschen wir sind, ja, die mittrainieren, Menschen ist gut, weiß nicht, in Vierergruppen, Fünfergruppen ist vollkommen egal, gibt es einen Lauf über 30, 40 Meter, je nachdem. Hier wird gearbeitet, Beinsprünge, also Wechselsprünge, ja, in Kniefer rein, rausspringen, Wechselsprünge, dann wieder ein Sprint, nach 20 Sekunden wird wieder rüber gesprintet. Hier Stabi-Übung, 20 Sekunden, ja, hier wird geatmet, hier dürfen Sie einfach mal kurz Pause machen. Ja, und dann wird immer zur nächsten Station gelaufen. Das machen wir eine Viertelstunde lang, beziehungsweise 12 Minuten, dann gibt es 3 Minuten Pause. Und dann gibt es davon einen zweiten Durchgang. Ja, so dass wir eine halbe Stunde aktiv laufen, beziehungsweise 24 Minuten aktiv sind. Und dann gehen wir in die nächste Laufübung. Ja, weil letztes Mal haben sie einmal Läufe gemacht, jetzt kommt es das zweite Mal vor, wird doppelt gelaufen. Die nächste halbe Stunde ist eigentlich auch ganz einfach. 12 Minuten wird gelaufen, 3 Minuten Pause, 12 Minuten wird gelaufen. Es gibt eine Gruppe, ja, die laufen einfach hintereinander. Ich weiß nicht, wenn wir 18 Leute sind in 2 Paaren, läuft eine 6er-Gruppe los,
einmal um den halben Platz herum. Ja, nach der Hälfte läuft die andere Hälfte los. Dann holt die andere Hälfte die ein und dann darf die nächste Gruppe loslaufen. Und immer, wenn man die Leute eingeholt hat, wird gelaufen. An sich ganz einfach. Da gibt es drei Gruppen. Die eine Gruppe holt die andere hinten immer ein. Und da wird es auf jeden Fall heute sehr krachen. Und das einfach nur darum, weil es kann nicht sein, wenn du zu spät kommst, 11 Leute zu spät kommen, kommen am nächsten Wochenende wieder 11 zu spät und du hast extra Läufe gemacht. Deswegen, das ist dann schon, also das ist dumm. Nicht nur dumm, sondern auch ein bisschen, was heißt respektlos uns gegenüber, beziehungsweise wir brauchen ein bisschen mehr Disziplin. Punkt, fertig, aus. Auch wenn wir nur eine Landesliga-Truppe sind, aber wir brauchen ein bisschen Struktur. Ja? Wir sind eigentlich mehr als eine Landesliga-Truppe, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Wir repräsentieren Delay. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin back. Ich werde so ein bisschen immer das filmen, was ich nicht viel gut heiße, sondern was ich so vorhabe mit den Jungs, ja, was ich für Taktiken sehe, ob an Spieltagen oder generell so das Training. Gibt ja auch einen Delay-Highlight-Kanal, na klar. Aber ich bin der Mann, der hat alles so macht, so ein bisschen. Ich suche mir die Sachen auch raus. Ja. Ich mache mir Gedanken, was können wir trainieren. Ja, dann suche ich mir das raus, was es für Übungen gibt, die das dann halt auch ja, dann unterstützen, so dass wir uns weiterentwickeln. Punkt, fertig, aus. Also, ich ziehe mich jetzt an, gehe zum Training und dann wird gelaufen. Als Überraschung, wir laufen, machen nach den Läufen nochmal Läufe. Ja, das ist eine Überraschung für die. Damit sie es auch nicht, damit sie es lernen und verstehen. Zwischen diesen Feldern wird ein 80, also ein Sprint, 80%iger Sprint. Ja, dort drinnen gibt es eine Aufgabe, Hampelmann, ja, zum Beispiel. Oder hier, dieses Wechseln. Ja, kann ich jetzt nicht machen wie mein Knie. Also, hier gibt es einen Sprint, in der Zeit wird dort, wenn du ankommst, wird dort gearbeitet, 20 Sekunden, Sprint rüber. Dann ist da eine andere Aufgabe, ja. Wird 20 Sekunden gearbeitet, Sprint rüber. Ja? Das machen wir mit 12 Minuten am Stück. Hier zum Beispiel. Naja, 12 Minuten am Stück, dann wird eine Übung, kann man einmal durchatmen, 20 Sekunden, wir sind ja keine Untermenschen. Danach gibt es 3 Minuten Pause, dann noch ein Durchgang, 12 Minuten. Nachdem wir das erledigt haben, kommt noch eine Übung. Die wird so sein, wir stellen sich in der Gruppe auf, laufen außen rum, um die Hälfte. Und wir sind 16 Mann. Splitten wir auf in 5, 5 und 6 Gruppen. Also 3 Gruppen, eine sprintet los. Ja, wenn sie die Hälfte erreichen, sprinten die nächsten los. Und die müssen einmal die Jungs hinten erreichen. Und das auch mal, 2x12 Minuten, Punkt, fertig, aus. Dann sind wir ungefähr eine Stunde gelaufen mit ein bisschen Pause. Und ja, und wenn sie es gut machen, wird noch gespielt danach, wenn sie noch können. Ja. Danke. Ja. Kamera weg. Hui. Alter, ist anstrengend. Komm, ich mach das mal. Sprint hier oder was? Was war hier, Bruder? Was war hier? Ja, hier ist auch atmen, oder? Das ist ja in der Ecke. Stark! Ich kann die Anschritt. Wie viel Runden machen? Ja, das ist die schlimmste Übung. Oh, ich kann nicht mehr. Also, es brennt. Oh. Nein, nein. Mach mal mit, eine Runde. Ist es besser als Joggen nur oder? Ja, groß anstrengend. Groß brennt. Sind wir 15, da passt der. 5-5. Oder nicht? Voran, Männer. Männer, hey. Jetzt hört mir kurz zu. 5er Gruppen. 3 Gruppen haben wir das. Heiko Dings hier. Alex vom Tee noch mit dran. Seht ihr die Hütchen? Jungs, seht ihr die Hütchen in den Ecken? Nein. Okay. Geht darum, ich stelle euch hier in der Reihe und dann laufen die Fünfergruppen, die laufen zusammen los, als eine Gruppe. Langsam, ja. Also wirklich, das hier ist Erholungszeit. Die ersten 5 laufen rum. Sobald sie die Hälfte erreicht haben, läuft die andere Gruppe los, die andere Fünfergruppe. Und die letzte Fünfergruppe läuft erst dann los, wenn die erste Fünfergruppe die andere eingeholt hat, verstanden? Ja? Wenn ihr losgelaufen seid, habt ihr Erholungszeit, bis die anderen eintreffen. Dann lauft ihr wieder los, dann habt ihr Erholungszeit, bis die anderen eintreffen, verstanden?
Also setz euch mal kurz hin. Alle in eine Reihe, Bruder. Die erste Fünfer läuft bis zur Hälfte. Hier, komm, erst Fünfergruppe. Ja, ich setz euch erstmal hier an kurz. Also kurz hinstellen in den Gruppen. Ganz schnell, bitte. Dritte erst losrennen, wenn die Zweiten den Ersten einholen können. Heißt, die ganze Zeit Sprint brauchst du nicht Erster. So eine Übung. Jungs, am besten normal in der Zweiergruppe. Immer zwei hintereinander. Ich brauche die langsamste Gruppe. Ja, doch, damit es in Ordnung ist. Zu zweit in der Zweierreihe aufstellen. Bin ganz auf dem Schirm, ja? Ja, Alex, machst du, so schnell wie es geht. Was machst du? Ja. Oder Zacker, ja. Hinten. Hey Männer, hey! Komm, stellt euch auf! Zweier rein! Einer dahinter, da in der Mitte frei. Die nächsten zwei hier bitte hin. Aufstellen. Super. Einer dorthin. Einer dahinter stellen. Und so aufstellen. Habt ihr eure Gruppen? Dann trabt die langsam los, ihr sprintet. Ihr sprintet los. Ja? Also, wie bitte? Hört zu. Ihr lauft eine Runde rum, probiert ranzukommen. Ihr lauft los, ja? Ihr lauft los, wenn ihr zum Beispiel an diesem Hütchen sind und die sind an der Hälfte, lauft ihr auch los. Immer, dass eine Hälfte Abstand ist. Versteht ihr? Eine halbe Runde laufen, dann sprintet ihr. Und dann sprinten die, wenn die anderen da sind. Okay, ich trab langsam an und die könnt direkt loslaufen. Dann müssen wir die halt wir sollen doch einholen. Wir sollen traben jetzt. Langsam traben. Ihr, das ist eure Erholungszeit. Macht und wann das schnell, wir hinterher. Wollen wir hinterher traben. Komm, Männer. Ich sag, wenn ihr sprintet. Erholung, hallo. Sprint! Gruppe 2! Nein, Gruppe 3 nicht, das ist Erholung. Ihr müsst bis zu dieser Gruppe bitte hin. Bis da hinten ran. Komm jetzt. Ja, ich mach nicht weiter. Eichhut, ab, Sprint! Wenn's geht, um das Hütchen herum. Bleibt zusammen, Leute. Ist eure Erholung da hinten. Die sind geisteskrank, wie schnell die das machen. Die können gleich alle nicht mehr. Wie lange machen die das? 12 Minuten. Komm ran da! So. Ich bin wieder zu Hause. Und. Ja, heute war es einfach nur stupide, dummes Laufen. Als Bestrafung. Weil ich würde gern wollen oder ich würde gern sehen, dass die Leute es verstehen, dass man einfach, wenn man einen Treffpunkt hat, 11 Uhr und 11 Leute zu spät kommen, du dann daraufhin ein Training machst, wo du darauf läufst und die bestrafst, ja, damit sie checken, wir kommen nicht zu spät und eine Woche darauf kommen wieder 11 Leute zu spät. Ja, habe ich heute, oder ihr habt gesehen, haben wir heute mal ein bisschen andere Läufe gemacht. Auch wenn viele nicht dabei waren, die zu spät waren, das tut mir sehr, sehr leid. Und wird aber nochmal angesprochen für diejenigen, die zu spät kommen, weil das hat was mit Respekt zu tun, finde ich. Allen anderen gegenüber, seinen Mitspielern, und man sollte sich auf jeden Fall respektieren. Man ist eine Mannschaft, man macht so viele Sachen zusammen. Naja, deswegen das dazu. Freitag ist wieder super Training. Wenn ihr gerne noch Tipps habt, etc. pp., nicht zu meinem Gewicht oder mein Knie. Leute, ich kann nicht mehr, mein Knie ist gefickt, ja, wahrscheinlich auch wegen meinem Gewicht, aber das ist nicht Thema. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann könnt ihr gerne, schreibt das rein. Ich kann mich natürlich auch um einen verbessern. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ideen habt, was man besser machen kann, dann gerne rein damit in die Kommentare und wir sehen uns Freitag zum Training. Ja, ich probiere das Video immer relativ zügig einen Tag danach rauszubringen, einfach damit ihr seht, was wir so machen über die Woche. Und dann ist ja Sonntag das Spiel, immer bei Eli auf dem Channel und etc. pp. Aber damit ihr seht, was wir so treiben eigentlich, trainingsmäßig, und was ich mir so für die Ideen mache. Küsschen, liebe Grüße, euer Panne.